Meine lieben Bürgerinnen und Bürger aus Munderkingen, liebe Familien, liebe Kinder, die Osterzeit naht mit Riesenschritten. Sie können es hier wunderbar erkennen an dem geschmückten Osterstrauß. Und ich möchte heute in dieser besonderen Zeit Ihnen einen herzlichen und lieben Ostergruß übermitteln. Viele von uns rücken seit Tagen und Wochen enger zusammen, dies nicht im physischen Sinn, sondern in Gedanken, im Herzen und auch in den Taten. Und hierzu gehören auch unsere Kirchen und selbstverständlich Ihre Stadtverwaltung Munderkingen. Ich habe hier zu meinem 40. Geburtstag, das sind schon ein paar Jährchen her, von einem Handwerksmeister ein wunderbares Osterei geschenkt bekommen. Und dies drückt dies im Besonderen aus. Sie sehen hier auf der Vorderseite ein Storchenpaar vor dem Munderkinger Rathaus. Und wenn Sie es drehen, kommt auf der Rückseite oder auf der Vorderseite, wie Sie wollen, die Stadtpfarrkirche St. Dionysius. Und selbstverständlich das Verbindende auch für uns Weltliche, der Habsburger Stadtlöwen. Ja, ich möchte Ihnen einfach herzlich Danke sagen. Alle denen, die seit langer Zeit anderen Menschen in der Nachbarschaft, Freunden, Bekannten oder auch früher noch wildfremden Menschen tatkräftig zur Seite gestanden sind. Dies soll Ihnen Mut und Zuversicht bereiten und auch so ein wenig auf das Osterfest hinführen. Denken Sie nur mal an die Ostergeschichte, die Woche, die Karwoche. Und ich darf sagen, die Zeit heute passt eigentlich auch in diese österliche Zeit. Denken Sie, wie die Jünger Jesu, seine Mutter, die Familienangehörigen, seine treuen Weggefährten wohl verzweifelt und tief traurig waren, ob der Situation, dass ihr Jesus nun am Kreuz gestorben ist. Im Schatten dieses Kreuzes auf Golgotha eine wirklich schlimme Situation. Aber, wie so oft, auch im heutigen Leben, kurze Zeit darauf haben wir Ostern. Ostern, die Auferstehung des Herrn Jesus Christus, die Frauen am leeren Grab und, warum ich es besonders sagen will, der Emmausgang, die Emmausjünger. Und wie heißt es so schön, brannte in uns nicht das Herz, als wir mit dem dritten Mann, mit dem Wegbegleiter, mit Jesus gesprochen haben. Diese Zuversicht und dieses Glück, das damals schon die Emmausjünger erfahren haben, das wünsche ich Ihnen und Ihren Familien mit den Kindern, wenn Sie zu Hause Ostern feiern und dann natürlich die Nester suchen. Die Fastenzeit ist vorbei, es warten viele Hasen, Osterhasen, so wie ich hier Ihnen, den Kindern, euch mitgebracht habe. Und am Rande noch bemerkt, wir konnten gestern lesen, die Hasenpopulationsdichte ist in Deutschland stark angestiegen auf nämlich 14 pro Quadratkilometer. Aber ihr Kinder, ich sage euch, die meisten Hasen, die leben doch zu Hause und da wünsche ich euch eine reiche Ernte an Eiern und Hasen. Ihnen allen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich glückliche, frohe und gesegnete Ostertage. Ihr Bürgermeister aus Munderkingen, Dr. Michael Lohner. Dankeschön. Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Munderkingen, es ist uns ein großes Anliegen, gerade in diesem Jahr, in dem viele so verunsichert sind und auch Angst haben, Ihnen ein frohes, ein gesegnetes Osterfest zu wünschen. Dieser Wunsch kommt von Herzen und er kommt an alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt. Er kommt hier aus unserer Stadtpfarrkirche, in der wir das Zentrum unseres christlichen Glaubens auch im Bild dargestellt haben. Das Kreuz Jesu und die Auferstehung Jesu sind historische Tafeln, die einen hohen künstlerischen Wert haben. Aber dieser künstlerische Wert soll natürlich übertroffen werden von dem Inhalt
den sie zu verkünden haben. Die Auferstehung Jesu will uns nicht nur an Ostern Kraft geben, unseren Alltag auf uns zu nehmen. Und dieser Alltag ist gerade bei vielen geprägt durch das Kreuz, durch die Sorgen, die sie sich machen, um die Einschränkungen, die sie aushalten müssen und auch von den Ängsten, die sie sich um ihre Familien machen. Das alles wird an Ostern nicht einfach weggezaubert, aber wir bekommen die Hoffnung, dass Christus gerade diesen Weg mitgeht und dass es ein Weg ins Leben ist, ins größere Leben. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie das an Ostern trotz allem auch in diesem Jahr erfahren dürfen. Gott segne Sie. Ja, für uns alle sind diese Tage auf Ostern zu in diesem Jahr ganz anders. Die letzten Wochen wurden viele von uns zum Entschleunigen gezwungen und in einer ganz neuen Weise auf sich selber zurückgeworfen. Das Leben in seiner Kostbarkeit und Verwundbarkeit und die Sorge um die Gesundheit unserer Lieben und unsere eigene trat in den Vordergrund. In den kommenden Tagen haben wir bisher immer gemeinsam das Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus gefeiert. In diesem Jahr tun wir es als Einzelne und Familie und können eben in diesem Jahr die Gottesdienste zumeist nur über die Medien empfangen. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie aus dem Osterglauben viel Mut und Kraft und Vertrauen schöpfen können. Und ich wünsche Ihnen in Ihren Familien, dass Sie diese gemeinsame Zeit für gute Begegnungen, für gemeinsames Basteln und Spielen gut nützen und in diesen Tagen sich die Zeit nehmen können für kleine Andachten und gemeinsame Gottesdienste in Ihren Familien. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Guten Morgen, liebe Munderkinger. Wir leben zurzeit in verrückten Zeiten. Die Nachrichten sind natürlich überschattet von dem Coronavirus und trotzdem gehen wir jetzt gerade in die Ostertage. In der Bibel gibt es eine Person, deren Name ein geflügeltes Wort ist, das wir auch noch heute in unserem Sprachgebrauch haben, Hiob. Hiob war ein Mensch, der auch all seine Sicherheit verloren hat. Über Nacht war sein Vermögen weg, große Teile seiner Familie starben, Krankheit suchte ihn heim. Und in dieser Zeit, in der alles wegzubrechen schien, prägte Hiob im Kapitel 19 das Wort: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir gehen jetzt gerade auf die Ostertage zu. Karfreitag liegt hinter uns, Ostern liegt vor uns. Und auch wir dürfen in dieser Zeit wissen, dass unser Erlöser lebt. Dass unser Erlöser nicht eine tote Randnotiz ist, nein, dass er lebt, dass er auferstanden ist. Es ist so schön, gerade jetzt auch in dieser Zeit, in der wir doch deutlich mehr am Fragen sind, auch mehr Zeit für uns selber haben, in dieses Buch zu schauen. Und da gibt es Passagen, die mir in meinem Alltag, in meinem Leben neue Hoffnung schenken und Halt geben. Zum Beispiel der Psalm 23. Sicherlich kennen Sie ihn. Der Herr ist mein Hirte. Da ist jemand, der für mich sorgt, der auf mich aufpasst, der über meinem Leben wacht. Oder aber eine ganz bekannte Stelle, die im Johannesevangelium steht, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Da heißt es im Johannes Kapitel 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Da gibt es einen Gott, der ein Ja zu mir hat, der für mich ist und nicht gegen mich. Da ist ein Gott, der sagt, du bist mir wertvoll und ich gebe das Teuerste, was es in diesem Universum gibt, für dich. Das macht mir Mut, das macht mir Hoffnung. Und in diesem Gedanken möchte ich Sie einladen für dieses Osterfest und für die Tage danach, diesen Gott zu suchen, über diesen Gott zu lesen in der Bibel und neue Hoffnung zu schöpfen. Nein, diese Ostertage sind nicht Corona-Tage. Diese Ostertage bezeugen, dass unser Heiland, unser Erlöser lebt, dass er auferstanden ist und dass er regiert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wirklich von ganzem Herzen gesegnete Ostertage für sich, für Ihre Familien und für alle, die mich jetzt sehen können. Amen. Wir feiern das Osterfest in diesem Jahr auf ganz ungewöhnliche Weise, nämlich ohne Gottesdienste miteinander zu feiern und ohne uns gegenseitig zu besuchen. Und trotzdem feiern wir den Ostertag als einen Tag, der alles Dunkel und alle Finsternis besiegt hat. Ich grüße Sie zu diesem Fest ganz herzlich mit einem Gedicht von Arno Pötzsch, das ich ein wenig verändert habe. Sagt's überall, ruft's laut ins Land, dass Christ der Herr heut auferstand. Er stieg aus Nacht und Tod ans Licht, Grab und Dunkel hielt ihn nicht. Glaub, wer da will, den finstern Tod, Christ ist das ew'ge Morgenrot. Der helle Tag, das Licht der Welt, er hat sich an deine Seite gestellt. Hoff auf ihn, wag's mit ihm zu gehen, aus Sorgen, Kummer aufzustehen. Vertraue, dass er dich kennt, dass nichts dich von ihm trennt. O, wag's mit Christ den Weg zu gehen, aus Grab und Grüften aufzustehen. Steht auf und lebt mit Jesus Christ, der Leben und die Liebe ist. Wir möchten Ihnen jetzt noch gemeinsam ein Lied singen über Jesus Christus. Das Lied ist von Hans-Joachim Eckstein und heißt Du in mir, ich bin dein. Ich bin dein, du für mich, mit dir darf ich nun sein. Uns trennt niemand auf der Welt, weil mich deine Liebe hält. Bist du für mich, wer mag dann mir noch bleibend schaden? Gegen dich kommt niemand an, stehst du für mich ein. Du in mir, ich bin dein, du für mich, mit dir darf ich nun sein. Uns trennt niemand auf der Welt, weil mich deine Liebe hält. Denn ich weiß, dass keine Macht, weder Tod noch Leben, dass kein Tag und keine Nacht, du in mir, ich bin dein, du für mich, mit dir darf ich nun sein. Uns trennt niemand auf der Welt, weil mich deine Liebe hält. Da du meine Hand erfasst, will ich dich ergreifen, weil du mich gefunden hast, komme ich zu dir. Du in mir, ich bin dein, du für mich, mit dir darf ich nun sein. Uns trennt niemand auf der Welt, weil mich deine Liebe hält. Bleibe bei mir, halte mich, sonst bin ich verloren. Was ich bin ich durch dich, was mich trägt, bist du. Du in mir, ich bin dein, du für mich,
mich, mit dir darf ich nun sein. Uns trennt niemand auf der Welt, weil mich deine Liebe hält. Sollte ich dir untreu sein und dich je vergessen, greif in deine Liebe ein, bleibe du mir treu. Du in mir, ich bin dein, du für mich, mit dir darf ich nun sein. Uns trennt niemand auf der Welt, weil mich deine Liebe hält. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest.